Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück hier beim Solo Fighter bei 7 Days to Die mit mir, eurem Sombürer. Ja, guck mal, wo ich bin hier. Haha. Wir sind jetzt hier an der befallenen Quest und die Quest ist, das ist die Right Resistance. Befallenen Quest, das ist eine T5 Quest, das heißt, es ist ein T4 Gebäude, aber halt im T5 Outfit, weil mehr Zombies und blabliblub und so. Und das werden wir machen. Warte mal, ich werde mal kurz gucken hier. So. Ich wollte das schon mal mitnehmen hier. Warte mal, jetzt haben wir wieder... Hier haben wir gar nichts bekommen. Lul, warum machen wir denn keinen... Das ist ja Beschiss. Ich habe gedacht, ich bekomme jetzt, ihr wisst, Messing raus. Also Brass. Na gut, komm. Okay, das war ein Mega-Leck. Oh geil, gerade schon einmal reingegrapscht. Warum kriegen wir denn hier nichts raus, ey? Lol. Das Spiel weiß einfach, wir haben zu viel, wir sind zu overpowered. Und ich habe meine Wrench mitgenommen, Leute. Mein Apparillo. Der Zombie hängt im Schrank. Der Zombie hängt im Schrank. Ja, auf alle Fälle, Leute. Vielen lieben Dank für eure Kommentare. Oh, meine Katzen prügeln sich. Natürlich. Zur Aufnahme. Ja, wie gesagt, vielen Dank für den Support in der letzten Folge. Dankeschön für die Däumchen und fürs Kommentieren. So, ich habe wieder mit dabei, ne? Draußen ist irgendwas los. Da muss ich aufpassen. Oh, den werden wir mal weghauen. Den Bären. Den hauen wir mal weg. Kein Bock, dass der mir nachher hinterherkommt. Außerdem ist das Fleisch. Fleisch. Ja, weiter geht's im Programm. Wir lesen mal Kommentare vor. Und zwar Oliver Stone war wieder der Erste mit Moin. Auf in die neue Folge. Ja. Da geht er dahin. Ins neue Völkchen. So, da waren wir ja gerade schon drin, ne? Da haben wir hier gerade reingeguckt. Nee. Sehr schön. Aha. Hier waren wir ja gerade, genau. Immer geil, ne? Hier scheint nichts zu sein. Ach, guck mal, eine Vierer Stahlachs. Ah, hier, warte mal. Obwohl ich dran bin, zu sagen, dass ich die Folgen abends jetzt aufnehmen werde. Weil ich morgens einfach nicht mehr zukomme. Und da müsst ihr euch dann umgewöhnen, dass ihr halt schneller kommentiert, ne? Weil viele kommentieren halt auch noch morgens. Aber morgens ist momentan bei mir echt mega schwer. Also nicht jede Tür gibt was, ne? Ist irgendwie Beschiss. Ich fühle mich verarscht. So. So nicht hier, so nicht, mein junger Mann.
Don't mess with the police. Ja. Gut, Stoff kann man immer mal mitnehmen, ne? Da ein zweiter Kommentar ist der Valid, trauriger Trompetenschlumpf, der schreibt Moin. Ja, Moin. Hallöle, hallöle. Oh, wie viele Magazine wir jetzt bekommen von Rifle World, ne? Wenn das so weitergeht, haben wir den, können wir uns bald das gute Maschinending holen. Alter. Du Dreckiger. Was ein Dreckiger. Warte mal, wir werden mal. Ich bin so voll, ich sehe das schon wieder kommen. Oh nee. Oh nee. So, du kleine Lampe. Hat er jetzt nicht gesagt. Kein Disrespekt an die, an das weibliche Publikum. Aber die nervt. So. Dann kommen wir weiter rein ins Programm, ne? Da waren wir. Können wir nach oben gehen? Obwohl hier noch rein. Ich weiß gar nicht, ob hier noch was ist. Eigentlich nur Loot, ne? Eigentlich nur die Loot. Der Loot tut. Oh. Der Loot tut gut. Kann ja mal passieren. So, Ausgang haben wir auch. Oh, ein Legendär-Part. Sehr schön. Dann gucken wir mal. Easy, klappert easy. No Problem. Huch, kommst du denn her? Ich habe mich ganz übersehen. Warte mal, die Ständer geben doch auch Messing, oder? Jo. Tatsache. Tatsache. Ich hab den Aufwärter-Barillo gar nicht dabei. Ah, es wird immer besser. Guck mal, jetzt haben wir 20% Kill-Serie. Adrenalin-Set-Erhöhung. Wo denn? Alter, jetzt habe ich mich verjagt. Der kam von hier irgendwie, ne?
Manometer. Ich glaube, wir sind gar nicht den offiziellen Weg jetzt gelaufen. Mach ich ja nie irgendwie. Oh, guck mal, Essen. Sehr gut. In die Futterluke und wieder in Ninja-Modus rein. Okay. Wieder brezeln. Also, man kann sich nicht überall anschleichen, ne? Das ist mir schon mal aufgefallen. Kannst machen, was du willst. So, Moniomi ist auch am Start und schreibt, hi. Ja, im Moment geht's bei mir nicht, dir geht's nicht so richtig gut, aber ich melde mich nächste Woche bei dir. Mach das, Moniomi. Wie gesagt, läuft nie weg. Sollten wir halt nur vom Update schaffen. Aber bis das kommt, keine Ahnung. Dahin müssen wir den Solo-Fight abgeschlossen haben, Leute. Weil dann wird Neustart erforderlich sein. Weil die alles ändern, ne? Wenn das Storm-Update, Cosplay kommt. So. Ah, ich habe schon wieder so viel Müll hier, ey. So viel Quatsch. Der kann weg, der kann weg. Der auch. Maisboy auch nicht. So, hier oben müsste eine Bibliothek jetzt kommen. Und da sind auch Zombies drin. War ich gar nicht im Sneaky drin? War mir sowas von klar. Oh, Boy Paul. Hallo. Oh nee, gib mir doch mal ordentliche Bücher. Sniperbuch, geil. Ah, haben wir immer noch nicht voll. Also hier ist geil, Leute. Ride Resistance ist ein harter PUI. Wo haben wir nochmal Sniper bekommen? Jo. Jawohl, Scharfschütze voll. Geil. Da. Endlich können wir die Sima herstellen. Geil, das Bundle. Dann können wir jetzt, brauchen wir mit der, können wir die M60 nutzen, komplett. Mega. Mega, mega. Sehr geil. Ach, guck mal. Ha. Ja, Leute, verstecktes, ne? Wisst ihr Bescheid? Da ist die Secret Chamber. Habe ich jetzt auch zum ersten Mal entdeckt. Ich war schon so oft hier in dem POI. So oft hier drin gewesen. Level up. Oh, wir müssen lernen.
Alter, was hier alles ist, ne? Ja, ich muss jetzt lernen. Ich hab's auch keinen Bock, irgendwie nach unten zu laufen. Scheiß auf das bisschen Geld. So, dann sind wir schon mal bei 49. Das wird jetzt so langsam, ne? Seitdem ich da ein paar Skillpunkte reingemacht habe. Seitdem läuft. So, den will ich auch noch mitnehmen. Jetzt müssen wir gleich in den Keller rein. Geht nach unten. Und man kam da nicht auch was raus, ne? Okidoki. So, sehr schön. Können wir nochmal nachladen. Nächster Kommentar haben wir vom Pumpkins. Die schreibt, die Quest habe ich beim Zuschauen... Quatsch. Die Quest hat auch beim Zuschauen Spaß gemacht. Ich kannte den POI noch gar nicht. Ich auch noch nicht. Ich auch noch nicht. So. So, und dann hier... Da ist der Aufgang, ne? Den können wir schon mal aufmachen. Dann können wir die Sachen schon mal reinpacken. Ins Odo. Denn ich kann mich schon wieder so schwer bewegen. So. Haben wir das auch. Fistwappen. So. Sehr schön. Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Looter-Leben. Lal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 a. Hinein ins Looter-Leben. Geht gar nicht. Ach nee, der POI ist das hier. Okay. Irgendwie auf dem anderen aus. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo die liegen. Da ist eine Ärztin. Alter Falter. Sieht auf alle Fälle genial aus. Na boah, jetzt habe ich voll die Worthänger hier. Was ist da los? So, Crackabook. Gib mal schönet. Naja. Man kann nicht immer alles toll bekommen, ne? Aber Moni Omi, mach in Ruhe. Wie gesagt, wir haben keine Hektik. Ich habe im Discord übrigens auch noch gesehen, dass da sich eine Bewerbung kam. Warte mal, ich gucke da mal ganz flott. So, und zwar da Bewerbung ach, der Streamer-Modus ist aktiviert, jetzt sehe ich das gar nicht. Warte mal, deaktivieren. Ich sehe gar nicht, irgendwas mit O. Computer, ich würde mich gerne mal bewerben. Ui, sieht gut aus. Auf alle Fälle muss ich mir auch melden. Also, die ein oder andere Bewerbung kommt rein. Könnt ihr euch auf Bonusfolgen schon mal freuen. Uni-Umi haben wir.
Aha. Alter Falter. Da stehen die da einfach in der Ecke drin und freuen sich ihres Lebens. Ich glaub's ja gar nicht. Ah, das mit dem Kessel da, ja, ja. Da habe ich schon mal die Krise bekommen. Und jetzt hier müsste jetzt so ein Rechenzentrum sein, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Bin gerade hin und her gerissen zwischen den POIs. Doch, da ist das Rechenzentrum. So, Kleber nehmen wir immer mit. Dann haben wir den nächsten Kommentar. Otto Ariel schreibt, ah, Otto Ariel ist das, glaube ich, gewesen, oder? Kann das sein? Ich glaube, Otto Ariel war das. Da ist er wieder. Fühlt sich wie eine Woche an ohne dich. Jawohl. Das ist die richtige Antwort. Nee, freut mich, dass ihr mich so vermisst. Alter, ey, sind ganz schön Schweinchen, ne? Ganz schöne Schweinchen. So, Ventil drehen wir ab. Und das nehmen wir mit, weil das ist, glaube ich, nee, doch kein Stahl. Kam da nicht mal Stahl raus? Egal, wir nehmen mit. Geht schnell. Was soll der Geiz? Wahnsinn, ne? Wenn man das einmal durchgeskillt hat. So, nehmen wir den noch mit hier. So, jetzt müssen wir aufpassen. Denn die kommen jetzt hier, glaube ich. Wir müssen jetzt, glaube ich, nochmal die Dinger da wegmachen. Und bei jedes Mal hier passiert was. Irgendwo sind die. Da ist der Grüne. Aber ich kann die alle niederbrezeln. Ist der Gelbe. Da oben fallen die runter. Ah, okay. Dead. Dead. Dead, 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 dead. Oh. Da ist doch noch irgendwo einer. Wo ist denn der? Huch, da. Okay, das ist random hier, wo die reinkommen wahrscheinlich. So, einer läuft noch. Und zwar der blaue. Blau geht hier rein. Gucken wir mal. Da kommt auf alle Fälle was Langsames, oder? Oh, da ist er. Oh, danke schön. Doppelloot. Oh, da ist ein Ferrell. Da haben wir ihn jetzt voll gehabt. Alter, Leute, guck mal, wir haben fast alle Bücher voll. Ja, wir haben 7 Days wirklich fast durchgespielt, ey.
So. Aber sowas ist cool gemacht. Sowas ist echt cool gemacht. So, da kann ich notfalls wieder hochhopsen, ne? Genau. Erstmal gucken, wo sind sie hier, die Schweinchen? Wahrscheinlich sind sie irgendwo. So, nächster Kommentar. Kevin Gohn schreibt: Guten Abend zusammen. War wieder eine schöne Folge. Danke dafür. Gerne doch. Ich kann wie immer nur sagen: Vielen lieben Dank, dass ihr die Videos guckt, dass ihr eure Zeit, dass ihr das Spaß dran habt. Das freut mich natürlich, weil ansonsten ist ja Schwachsinn, ne? Wenn keiner gucken würde, dann würde es mir auch keinen Spaß machen, bin ich ganz ehrlich. So, voll, voll. Notfalls. Warte mal, wo war der Aufgang? Da. Na, guck mal, da ist schon mal Muni, Medizin. Drücken wir mal. Und springen hier hoch. Da kommen sie jetzt alle. Ja. Wieder sensationell. Wir gehen mal hier hoch. So, Berda, my friend. Ich bin die Berda, ne? Aua. Oh, boin, Paul. Whoa. Den noch weg. Weiß ich gar nicht, ob wir es dann schon haben. Ja, wir sind fertig. Wir hören schon wieder die Schreierin, ist auch wieder am Start. Witchy Bitchy. Auch wieder dabei. Müssen wir einmal schnell rum hier. Da geht's, glaube ich, nach oben, ne? Was ist denn hier los? Wie sind die jetzt hier runtergekommen? Das wird nun mal richtig lustig hier. Da kommen die. Oh. Von unten, ey.
Hoch. Ich will doch nur an den Endloot. Und damit's knapp hier mit meiner Heilung. Ja. Boah, da haben wir ihn, den Raum der Begierde. Sehr schön. Red Remover. Haben wir da drin? Nee, doch nicht. So, ei, ei, ei. Machen wir mal auf. So, dann haben wir vom Captain86er, der schreibt, Moin, war eine coole Folge, danke dafür, schönen Tag noch. Ja, danke dir für deinen Kommentar und schön, dass es dir gefallen hat. Vielen Dank. Dann haben wir Denise K. schreibt, den POI kenne ich schon einmal gemacht und dabei fast draufgegangen. Das wird spannend. Ich hoffe, es war spannend. Boah, guck mal, nochmal so ein Rad-Remover. Nochmal so ein Rad-Remover. Warte mal, den schmeißen wir mal raus. Nehmen wir mit. So. Nachgeladen. Und jetzt schnell weg hier. So, dann kommen wir unter der Terrasse raus. Tschüss. Illusion. Machen wir jetzt mal weg. Sehr schön. Alles noch easy in der Zeit. Geiler POI. Macht Spaß. Guter Loot drin am Ende. Könnt ihr auch den Endloot rauskrabbeln, habt ihr ja gesehen, ne? Man könnte rein theoretisch da unter der Terrasse direkt rein. Müsste halt nur das dicke Tor aufschlagen. Aber wäre rein theoretisch möglich, ohne das ganze Ding zu clearen. Und oben vielleicht nochmal die Bücherei. So, das sind die Highlights gewesen, fand ich, in dem POI. So, dann haben wir Pizza Panda Live, der schreibt, ja, das ist eins der neuen T4-Poys, also den von letzter Woche. Es ist immer wieder erstaunlich, wie vorsichtig man in den POIs ist, wenn man die nicht kennt. Warte mal, wir fahren mal hier lang. Zumindest ist bei mir immer so. Hast ja bei mir auch gesehen, Pizza Panda. Man will ja auch nicht stumpfsinnig in den Tod rennen, ne? Du weißt ja nie, wo fallen die Zombies raus. Du rennst in so einen Raum unbeaufsichtigt rein. Also, ne? Ohne Vernunft. Und dann fallen sie hinter dir runter und dann hauen die dich instant tot, ne? Gerade auf Insane-Settings, ne? Da musst du halt extrem aufpassen. Ja, anderen Settings kannst du es wahrscheinlich noch gegenhandeln. Aber bei manchen geht's halt einfach nicht. Das haben wir alles, ne? Ja. So, dann kommt jetzt die sensationelle Belohnung von 10 Pfeilen oder so wieder. Mal gucken. Oh, 5000 Dings nehme ich mit. Dort nehme ich mit. Oder Tagebuch des Jägers. Ja, Tagebuch des Jägers, definitiv. So, dann verkaufen wir mal. Alles das, was wir nicht brauchen.
Will er nicht? Warte mal, der hat doch Restock, ne? Er hat doch Restock, der gute Mann. Gucken. Oh, der große Coop. Intelligenzmod. Okay, er hat nichts Gutes. Ah, was hast du denn für Aufgaben? Hast du noch eine 5er befallenen? Ne, hat er nicht. Poppen Pills Factory? Aber 5 Kilometer ist so weit weg. Nevis Gain Corrections. Oh, hier ist noch eine. Poppen Pills im... Boah, ist auch 4 Kilometer. Da ist Sunset Nursing Home, da war ich auch schon mal drin. Boah, ist das weit weg. Die ist die nächste, die Corrections. Ich nehme die mal an. Ich bin aber, bin ich euch ganz ehrlich, bin ich noch nicht sicher, ob ich da rein will. Bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob ich da was machen will. So, dann ab nach Hause. Also mal gut durchgekommen, ne? Durch die Quest. So, dann haben wir den nächsten Kommentar von The Duke, aka Danger. Wo ich immer noch nicht weiß, warum verschiedene Namen. Moin. Da hast du ja ein ganzes Bataillon erledigt. Ja, und heute auch wieder. Heute auch wieder. So langsam wird, ne, von den Killzahlen. 1600. Weiß gar nicht, wie viele da drin waren. Das waren aber wieder ein paar, keine Ahnung, 40, 50 oder noch mehr. Mit den Screamer-Spawn. Kann halt schon mal angehen. So, ja, dann haben wir die Kommentare erledigt. Warte mal, ich drücke nochmal F5, ob noch einer reingeglitscht ist. Warte mal, nochmal eben auf Neueste stellen. Nein. Dann haben wir es. Ah, nochmal vielen Dank an alle, die mitkommentiert haben. Und die das Video mit dem Algorithmus dadurch pushen. So, hier müssen wir auch nochmal das schick machen. Aber 5000 Sprit, das heißt, ich brauche nicht in die Wüste. Erstmal, wenn wir den Truck erstmal voll machen. Dann machen wir es mal so. Ach nee, der Sprit war da drin. Aha. Ist denn der Sprit geblieben? Ja, ich habe doch 5000 Sprit genommen. Oder bin ich, war ich jetzt geistig umrandet? Hä? Keine Ahnung. Muss ich nochmal in die Aufnahme reingucken? Oder habe ich jetzt was anderes genommen? Ach nee, ich habe das Buch genommen. Ich habe das Buch genommen, das Hunting-Buch. Aha. Schon wieder vergessen. So war's, so war's. Na, was ist da los? So, und wird Zeit, dass ich mal wieder farmen gehe. Ich glaube, die Nacht werde ich mal eine Farmrunde einlegen. Ich schmeiße erstmal alles rein, was ich habe so. Haben wir die nicht schon? Die Nomadenstiefel sind da. Ne, das sind Vollstrecker. Die sehen fast genau auch gleich aus, ne? Also das finde ich bei den Farmpimps immer so ein bisschen... Ja, die machen das. Aber das sieht alles so gleich aus. Ah ne, Quatsch, warte mal. So, Autoparts, Waffen, warte mal, Waffen, da passt der noch rein. Die nehmen wir auch erstmal nicht mit.
Munition. Jetzt mal einen nach oben. Leute, guck mal, wie viel wir haben hier, ne? Wir müssen Blei mal organisieren. Schießpulver haben wir auch noch ein bisschen, da können wir anstellen. Ja. So, warte mal, hier war doch noch Parts. Warum ist denn der nicht einsortiert? Haben wir davon nichts? Ne. Echt? Wir haben noch nicht einen Teil davon. Vom Gewehr. Da könnte ich ein Scharfschützengewehr eh noch nicht bauen. Auch wenn ich wollen würde. Und ich muss definitiv Medizin mitnehmen beim nächsten Mal wieder. Ich habe jetzt 4, 5 Bandagen verballert. Aber was willst du machen? Da machst du nichts. So, dann haben wir das auch hier. Müssen wir mal gucken, was haben wir denn da drin? Messing noch. Da ist irgendwie gar nichts drin. Außer ein bisschen Blei, ne? Bei meinen 400 Schuss. Ah, guck mal, da brennt er sogar noch aus. Machen wir mal so. Hier mal ein bisschen Messing drin, kein Blei, brauche ich nicht ausbrennen. Habe ich noch was, was ich einbrennen kann? Machen wir hier nochmal rein hier. So, damit halt nicht alles komplett leer läuft, ne? Dann können wir die Zeit auch schon wieder nutzen. Ich habe zu wenig Platz im Inventar. Das ist eine Qual. So. Da war Messing drin, das brauche ich jetzt noch nicht. Könnte aber, warte mal, ich könnte mal das Zeug, was da drin ist, rausnehmen. Wenn ich Platz hätte. Habe ich nicht. Also. Verdammt, Axt! So. Langweiliges Einsortieren nach so einer spannenden Folge, wa? Aber, wie sagt ihr immer, das gehört dazu. Deshalb lasse ich euch noch dran teilhaben und die Folge geht auch erst 41 Minuten. Ach, 43 Minuten, das ist ja nichts. Nichts. Du kannst auch ruhig 5 Stunden Folgen machen. Da haben wir gar nichts gegen. Wird der ein oder andere bestimmt sagen. Der ein oder andere Suchtkopf bestimmt, der genug Zeit hat, um sich die ganzen Folgen reinzuziehen. Aber das schaffe ich, würde ich im Leben nicht schaffen. Außerdem wird wahrscheinlich abgeschreckt werden, ne? Für die Leute, die wenig Zeit haben. Die würden das Format dann halt nicht mehr verfolgen können. Weil irgendwann ist es dann zu viel. Bin ja jetzt schon dran, ob ich nicht den Solo-Fighter nicht mehr täglich raushauen soll. Also nicht von Montag bis Freitag, sondern so einen Zwei-Tages-Rhythmus. Weil ich immer das Gefühl habe, die meisten kommen gar nicht mehr hinterher. Da muss ich mal gucken. Wie steht nach? Könnt ihr ja mal eure... Ihr könnt ja mal wirklich sagen, ob ihr hinterherkommt oder ob der ein oder andere sagt, ah, ich bin nicht mehr so aktiv dabei, weil ich dann doch nicht mehr so die Zeit habe. Würde mich mal interessieren. So, das nehmen wir da mal raus. Dann können wir das gleich in den Mixer packen. Und dann haben wir das soweit, ne? Truck war leer, glaube ich. Ja, nur noch das hier. Ich sollte mal mir angewöhnen, jetzt hier das Ding zuzumachen, ne? Sonst habe ich hier gleich was in der Hütte stehen.
Ich weiß nicht, warum hier Zombies mit mal reingespawnt wurden in der Horde. Kann ich euch nie sagen. So, Mixerzeugs. Haben wir auch wieder ein bisschen. Könnten wir auch noch anstellen. Können wir schon mal machen hier. 1000. Wir mal 2000 an. Dann kann er über Nacht was machen. Dann werde ich jetzt gleich in die Mine gehen. Falls da überhaupt noch Zeit ist. Ansonsten nehme ich mir mal einen Tag Zeit zum Farmen. Da wird schon wieder alles so eng. Da wird alles schon wieder so eng. Weil die nächste Horde kommt und wir müssen uns vorbereiten. So, den da rein. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle ein Folgenpäuschen. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben. Auch nochmal Dankeschön an die Kanalmitglieder. Und dann sage ich mal, Support ist kein Mord. Leute, gerne ein Däumchen da, wenn ihr wollt. Und ein Abo wäre natürlich mega. Und ein Kommentar. Dann haben wir was zum Vorlesen. Dann sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.